für Coding Da Vinci, Karl Wilhelm Kolbe, Kräuterakt aus der Grafischen Sammlung des Kunstpalastes. Ich liebe die Arbeiten von Karl Wilhelm Kolbe, weil sie die Natur als eigenwilligen Sehnsuchtsort zeigen. Pflanzen, Tiere und Menschen verbinden sich auf den Blättern. Es entstehen so einmalige Bilder, die sich keinem Stilbegriff zuordnen lassen. Die Darstellungen erinnern mich an zeitlose Fantasy-Welten. Es fasziniert mich besonders, wie Karl Wilhelm Kolbe Licht und Schatten einsetzt und mit dem Kontrast zwischen hell und dunkel spielt. Allein durch das Geflecht aus kräftigen und zarten Linien erzeugt er Plastizität, Lebendigkeit und eine Tiefe im Raum. Mich fasziniert, wie Kolbe genaue Naturbeobachtung und fantastische Motive miteinander verknüpft. Obwohl er sich eng auf seine kunsthistorischen Vorbilder bezieht, entstehen eigenwillige Bilder mit hohem Wiedererkennungswert. Mir gefällt, dass Kolbe einen mythischen, verwunschenen Sehnsuchtsort eröffnet, dessen Details entdeckt werden wollen. Die Natur übt eine magische Anziehung aus, ein bisschen unheimlich und verlockend zugleich. Ich mag das Spiel mit Größenverhältnissen bei Kolbe. Das Versinken einzelner Figuren vor der gewaltigen Größe eines uralten Baumes. Oder das unmögliche Verstecken zweier Schafe unter einem einzelnen, überlebensgroßen Blatt.